Wir sind jetzt wieder mit unserem Dabei-Team unterwegs. Bei der Eröffnung der dritten Kulturgastspiele im Hotel Ronacher in Bad Kleinkirchen, da hat niemand geringerer als Oscar-Preisträger Maximilian Schell aus seinem Leben erzählt. Ins Hotel Ronacher in Bad Kleinkirchheim wurde zur Eröffnung der heurigen dritten Kulturgastspiele geladen. Oscar-Preisträger und Wahlkärntner Maximilian Schell erzählte aus seinem Leben und las aus seinem Buch »Ich fliege über dunkle Täler«. Ich war etwa 5 Jahre alt und sollte in einem Kindertheaterstück meines Vaters mit einem Veilchen tanzen. Das Mädchen, das die Blume spielte, war entzückend. Ich glaube auch, dass ich mich in sie verliebt hatte. Ich war als kleines Mädchen, also als junge Frau eigentlich schon verliebt in ihn. Ich finde, er hat ein Charisma, das ist sondersgleichen. Und ich habe damals schon zu einer Freundin gesagt, ich würde ihn mal gerne persönlich kennenlernen. Und wie man sich was wünscht, Sie sehen, es kann stattfinden. Es ist wunderbar, danke. Ich könnte jetzt 3 Nächte und 3 Tage erzählen. Aber wir werden uns begnügen mit einer Stunde. Diese Gelegenheit, dass man sich zu einem bestimmten Jahresrhythmus hier trifft und dann wirklich ganz ausgewählte literarische und schauspielerische Ereignisse und Höhepunkte hat, oder so wie heute Abend, dass jemand aus einer so unglaublichen Biografie erzählt, das ist, glaube ich, schon was Besonderes in diesem Rahmen auch. Was verbinden Sie persönlich mit Maximilian Schell? Ja, prima mal sein Oscar, dann ist er sicher ein herausragender Schauspieler. Jemand, der es geschafft hat, seine Popularität über Jahrzehnte hinaus einfach zu halten. Ein faszinierender Mensch. Er ist der Star meiner Jugend. Der Mann hat ein derartiges Charisma, wenn er einen Raum betritt, nimmt das so für ihn ein, also ein Mann zum Niedergehen. Noch bis Mitte Juni geben Stars von Peter Simonischek bis Birgit Minichmeier ein Gastspiel in Bad Kleinkirchheim.